Das wäre vor 20 Jahren sicherlich der Fall gewesen. Da waren die Anlagen noch teuer, aber das Problem haben wir gelöst, indem die technisch ausgereift sind. Hallo, Herr Professor Quaschning. Hallo, Herr Abelt. Schön, dass wir wieder bei Ihnen sein dürfen, ja, hier gerne, in der HTW. Jederzeit. Wir sind heute mal draußen. Das Wetter ist so schön. Genau, die HTW ist die viertgrößte Hochschule hier in Berlin. Wir haben ja die ganz großen, die FU, die TU und die Humboldt-Uni, die jetzt so bekannt sind. Dann, wir sind die größte Fachhochschule hier mit gut 13.000 Studenten. Ja. Also schon relativ groß. Und wir haben ein sehr, sehr breites Sammelsurium an Studiengängen. Also wir können hier klassische Sachen, Maschinenbau, Betriebswirtschaft und solche Sachen studieren, aber dann auch sehr viele Spezialsachen. Gibt es Gesundheitselektronik, Bekleidungstechnik und regenerative Energien. Und aus dem Bereich komme ich. Also wir sind hier mit der älteste Studiengang deutschlandweit zu erneuerbaren Energien. Also man kann seit über 20 Jahren hier schon regenerative Energien studieren. Und müsste bald 25 sein. Wahnsinn. Also schon relativ lange, wo man noch gar nicht über die Energiewende groß geredet hat, aber war damals auch schon ein Thema. Ja. Und seitdem bilden wir hier eigentlich auch sehr gut und erfolgreich dann Ingenieurinnen und Ingenieure aus, die halt sich um die Energiewende kümmern, also Solaranlagen, Windkraftanlagen, Windparks planen und am Rande natürlich auch ein bisschen sich auch um die Elektromobilität kümmern. Aber ja, die Mobilität gibt es auch, die Fahrzeugtechnik, die halt eher den klassischen Weg macht. Aber wir gucken halt eher dann so die Versorgungsseite, also wie machen wir Wind und Solar. Ja, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als ich angefangen habe mit der Spaßerei sozusagen mit den Solarmodulen, das ist ja auch schon über 30 Jahre her. Da war das erste, was ich zu hören bekommen habe, von einem ehemaligen Bekannten meines heutigen Schwiegervaters, der meint, das ist alles Quatsch. Die verbrauchen viel mehr Energie für die Herstellung, als er jemals rauskommt. Ja, mit dem Gerücht, da kämpfen wir heute noch. Also es gibt mittlerweile sehr viele Studien, die das auch belegt haben. Also als das, klar, damals vor 20, 30 Jahren gab es eigentlich wenig Module und man hat da sicherlich auch noch viel Energie gebraucht. Heute weiß man, es ist ungefähr 2-3 Jahre, die man braucht. Ja. Da muss natürlich schon so eine Anlage laufen, bis die Energie wieder drin ist, die man für die Herstellung hat. Und dann ist das Ganze positiv. Bei der Windkraftanlage geht das noch viel schneller. Die muss 2-3-4 Monate laufen. Ja. Und dann kann man praktisch mit der Energie, die da rausgekommen ist, eine neue Windkraftanlage bauen. Also insofern ist die Bilanz ganz klar positiv. Aber man merkt es immer noch auch bei den Kommentaren unter unseren Videos, dass das nach wie vor nicht geglaubt wird. Also ich kann mich noch erinnern, ich hatte vor einer Weile so einen Kommentar hin und her mit irgendeinem Zuschauer, wo der ganz klar war, also er glaubt das nicht, dass so eine riesen Windkraftanlage, wo hunderte Tonnen an Beton und Stahl verbaut sind, sich in wenigen Monaten energetisch amortisiert. Er wollte das einfach nicht, konntest du ihm Quellen nennen, so viel man will, nichts zu machen. Aus so einer Windkraftanlage kommt ja auch sehr, sehr viel Strom raus. Also das sind ja dann Tausende von Haushalten, die man mit einer einzelnen Windkraftanlage versorgen kann. Vielleicht einfaches Gedankenbeispiel. Wir haben ungefähr weltweit 2% Solarstrom. Ja. Wenn wir so gigantisch viel Energie für die Herstellung brauchen würden, weil der Solaranteil ja schon wirklich spürbar ist, müsste ja auch der gesamte Weltenergiebedarf dann durch die Decke gehen. Ja. Und das tut er, er steigt zwar weiter an, aber das nicht exponentiell, das tut er nicht. Und dann müsste man ja diesen gigantischen Energiebedarf, der ja so angeblich so groß ist, natürlich dann auch sehen. Also wenn man mehr Energie braucht, wie für die Herstellung, wie dann rauskommt, dann müsste ja dann auch durch die Herstellung dieser gigantischen Menge an Solarmodulen und Windrädern, die wir jetzt verbauen, da auch einiges passieren. Naja, das ist die alte Südwind, oder? Genau, Südwind ehemalige Berliner Hersteller. Eine Berliner Firma, genau. Ja. Ein Kollege von mir, der hier auch jetzt Professor für Windenergie ist, war damals bei der Firma auch beteiligt. Genau. Damals gab es aber auch schon schwierige Zeiten. Mhm. Also auch da sind schon einige Firmen insolvent gegangen, weil es auch mal schwierigere Zeiten gab. Denn gleiches Problem haben wir jetzt. Also mit der Windenergie sieht es ja gar nicht gut aus. Also wir haben jetzt 80% Rückgang bei den Installationszahlen und viele Arbeitsplätze sind auf dem Spiel. Also auch eine sehr, sehr böse Entwicklung. Und wir wissen, wenn wir alle Autos jetzt ersetzen würden, was wir hoffentlich nicht tun, weil wir müssen auch gucken, dass die Anzahl der Autos runtergehen. Ja. Aber selbst wenn wir alle Autos ersetzen würde, halt der Strombedarf auch um 20% nach oben gehen. Ja. Und das müssen wir natürlich berücksichtigen mit dem Ausbau von Solar- und Windenergie. Und der ist momentan so langsam, dass wir eh schon 100 Jahre brauchen, um klimaneutral zu sein. Also da ist zu hoffen, dass die Bundesregierung jetzt oder dann spätestens die nächste auch mal die Kurve bekommt. Ja. Also das ist hier eine Adler 25, die aus den 80er Jahren, also wo man
Sieht also, wie klein und niedlich die Windkraftanlagen waren, aber auch eine ganz andere Leistungsklasse. Das heißt, heute Windkraftanlagen, die man heute baut, sind von der Leistung her locker mal 50 Mal so groß. Mhm. Das heißt also, man kann auch mit einer großen Windkraftanlage 50 solche kleinen dann ersetzen oder noch mehr, weil die auf die größere Höhe dann auch noch einen besseren Ertrag haben. Dann hat sich das weiterentwickelt. Hier die Südwind, über die wir geredet haben, die ist dann aus den 90er Jahren. Schon durchaus eine ganz interessante Leistungsklasse. So ein Rotorblatt hier hat 22 Meter. Die moderneren Windkraftanlagen, die kommen, also die großen, auch locker weit über 100. Mm. Also jetzt nicht das Rotorblatt, der Rotordurchmesser, aber da sieht man auch, da hat sich relativ viel entwickelt. Ja. Und das bedeutet auch, dass die Zahl der Windkraftanlagen deutlich kleiner sein muss. Ja. Also wir gehen davon aus, dass wir für die Energiewende an Land vielleicht so um die 60.000, 70.000 Windräder brauchen. Um die 30.000 stehen schon. Wir müssten das nochmal verdoppeln. Mm. Und dann könnten wir eigentlich auch schon relativ viel regeln und machen. Und verdoppeln? Die Leistung verdoppeln oder die Anzahl? Die Anzahl verdoppeln. Glaube, die Leistung wäre natürlich viel größer, weil die Windkraftanlagen natürlich pro Stück dann das vier oder fünf, das zwei oder dreifache mindestens mal an Leistung dann haben, die wir heute im Durchschnitt haben. So eine Anlage, wie sie hier jetzt steht, jetzt kann man ja auch mal, wir können uns mal drunter stellen. Nochmal, damit auch ihr mal den Größenverhalt seht. Aber wie viel Leistung hatte die Anlage? Ich schätze mal so 300 kW? Nee, die war schon 600 kW. Oh, 600. Ja. Das ist schon, genau. Aber heute kann man ja auch durchaus 5 Megawatt haben, also 5000 kW. Mhm. Also dann eine ganz andere Größenordnung. Bei Offshore-Windkraftanlagen hat man noch größere Leistungen. 7,5 glaube ich, oder? 8,5 mittlerweile. Wahnsinn. Also da geht der Trend Richtung 10. Ja. 1000, also Megawatt oder 10.000 Kilowatt oder Wahnsinn. 10 Megawatt. Ja, also ist schon eine deutliche Größenentwicklung, die natürlich dann auch für weitere Kostensenkungen sorgt. Weil viele hatten ja immer Angst, die Energiewende wird unbezahlbar teuer. Das wäre vor 20 Jahren sicherlich der Fall gewesen. Da waren die Anlagen noch teuer, aber das Problem haben wir gelöst, indem die technisch ausgereift sind, auch viel, viel preiswerter geworden sind. Und jetzt müsste man eigentlich nur noch loslegen und das durchziehen. Und das traut man sich jetzt gerade nicht. Wobei trotzdem, und da kommen wir jetzt so langsam in den Bereich Kommentare zu den beiden Videos, die wir auch schon gemacht haben. Eine Sache greife ich mal schon mal raus. Wir hören trotzdem immer wieder, aber der Strom wird trotzdem immer teurer. Jo. So. Also speziell Haushaltsstrom. Genau. Ne? Also wir hatten einmal eine ganz kurze Phase, wo der Strom billiger geworden ist. Das war die Liberalisierung des Strommarkts. Das war dann Ende der 90er Jahre. Da ist der Strom leicht mal gefallen. Ja. Und seitdem ist auch ohne Energiewende der Strom teurer geworden. Das heißt, die Energiekonzerne haben gemerkt, oh, die Leute, die wechseln ja gar nicht so. Das heißt, man kann eigentlich jedes Jahr um 2-3% nach oben drehen. Mhm. Und eigentlich, wenn man die durchschnittlichen Steigerungsraten der letzten 20 Jahre sich anschaut, dann ist auch vor der Energiewende, wo wir wirklich die großen Stückzahlen gebaut haben, der Strom genauso stark angestiegen wie jetzt auch. Das sind einfach 2-3%. Vorher haben halt die Energiekonzerne sich die Taschen voll gemacht. Und jetzt hat man halt einfach die Finanzierung der Energiewende dann entsprechend drin. Ich gehe mal vor. Wir werden natürlich auch noch leichte Steigerungen vermutlich sehen, investieren jetzt. Mhm. Aber das ist auch nichts Ungewöhnliches. Also ich habe noch eine Pressemitteilung aus den 80er Jahren, die fand ich interessant, dass also gewisse Stadtwerke die Stromkosten erhöhen mussten, weil Kernkraftwerke gebaut wurden. Ah ja. Also da hat man auch eine neue Technik eingeführt. Billiger Atomkraft. Ja, man muss halt erstmal investieren. Ja, klar. Das muss erstmal am Anfang jemand bezahlen. Und dann am Ende, wenn die Anlagen abgeschrieben werden, dann ist es billig. Und das wird auch bei den solaren Windrädern sehen. Wir sehen die ersten Anlagen, die aus dem erneuerbaren Energiegesetz rausfallen, also schon 20 Jahre in Betrieb sind und die erhalten dann keine Vergütung mehr, sind aber noch funktional. Also meistens sind die für 20 Jahre ausgelegt und sind die bezahlt. Und dann wird man auch sehen, dass Solar- und Windstrom auf den Markt kommt, der deutlich günstiger ist als alles also andere, was wir auf dem Markt haben. Und das ist natürlich eine spannende Sache. Das heißt, was wir jetzt investieren, sorgt dafür, dass wir dann halt auch langfristig günstigen und sauberen Strom haben. Und das ist doch eine gute Zukunftsinvestition. Auf jeden Fall. Wobei, vielleicht haben Sie da auch eine Antwort drauf, ich jetzt auch vermehrt gelesen habe, dass völlig unklar ist, was mit dem Strom passieren kann aus den Anlagen, die Sie angesprochen haben, die jetzt aus dem EEG rausfallen. Mhm. Dass die Netzbetreiber zum Beispiel sogar die Einspeisung untersagen können. Na, das würde ich sagen, ist rechtlich nicht ganz so einfach möglich. Das Erneuerbare Energiengesetz verpflichtet eigentlich, den Strom aus erneuerbaren Energien generell bevorzugt abzunehmen. Mhm. Ich habe aber keinen Anspruch mehr auf Vergütung. Okay. Das heißt, der entfällt komplett. Und dann muss man sich auf den freien Markt einigen. Und dann kann es natürlich sein, dass das, was ich als Vergütung erhalte, dass das weniger ist als das, was ich für den Betrieb der Anlage noch brauche. Das hängt immer davon ab, also was das für ein Standort ist. Oder dass ich so viel Ärger habe, dass ich am Ende auch gar keine Lust mehr habe.
Man kann den Strom ja auch nicht mehr bedingt, also der Netzbetreiber muss ihn gar nicht abnehmen, man kann sagen, ich will den gar nicht. Da muss ich mir natürlich erstmal jemanden suchen, der mir den Strom abkauft und dann gibt es natürlich auch entsprechende Gebühren, Zählergebühren, was weiß ich, alles draufkommt. Und gerade bei kleinen Anlagen wird das natürlich dann schon so sein, dass das, was an Gebühren anfällt, also dann sagt der Netzbetreiber, naja gut, du kriegst 50 Euro für deinen Strom im Jahr, aber der Zähler kostet 60 Euro. Und dann ist natürlich die Frage, ob es dann noch Sinn macht oder ob die Leute dann noch Lust haben, den Strom einzuspeisen. Ja, und dann wird das heißt, es geht dann sehr stark in Richtung Eigenverbrauch. Genau, bei kleineren Anlagen auf dem Einfamilienhaus, nur alte Photovoltaikanlage, da kann ich natürlich Eigenverbrauch machen und versuchen, den Strom dann halt, was weiß ich, mittags zum Kochen zu verwenden, das Elektroauto zu laden. Wenn ich natürlich jetzt eine große Anlage auf der grünen Wiese habe, wo sich dann nicht mehr rechnet, die wird dann einfach halt abgebaut. Und dann, das ist natürlich schade, dass man schon alte, bezahlte Anlagen, die für fast, also für relativ wenig Geld Strom liefern können und da rumstehen, sich schon bezahlt haben und eigentlich noch funktionieren, dass man die dann wegreißt. Und das würde aber dann, könnte passieren, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Machen wir das. Alles klar? Prima, okay.